Wir laufen mit Peter Pinnock zum Haitauchen aus. Vor Port Elizabeth können wir besonders Sandtigerhaie beobachten. Die Riffe haben hier Furchen und Kanäle. Hier tauchen ganz plötzlich die scheuen Sandtiger auf. Am Nachmittag wertet Peter Pinnock seine Fotos aus. Ist etwas Passendes dabei? Der Grund ist, das eine Bild zu machen. Eins, was du nie vorher gemacht hast. Ich nenne es die visuelle Jagd. Es gibt viele Bilder von vielen Arten, aber es gibt immer noch ein Foto, was du machen willst. Wie mit einem Walhai oder einer Haipaarung. Es gibt immer wieder noch ein Motiv, was du machen willst, was es noch nicht gibt. Das ist die große Herausforderung.